die größte Herausforderung für den Welthandel ist es, politische Antworten zu entwickeln, um zu erlauben, dass diejenigen, die an den Vorteilen des Welthandels profitieren, auch mit dazu beitragen, die Verlierer der Veränderungen zu unterstützen. Als Ökonomen wissen wir, dass der Welthandel insgesamt Vorteile bringt. Aber wir wissen auch und haben das zu wenig analysiert, dass der Welthandel Verlierer hat. Und wir werden nur eine politische Zustimmung zu einem offenen Handel erreichen, wenn es uns viel besser gelingt, diejenigen, die unter den Anpassungsprozessen leiden, zu unterstützen. Man kann den Welthandel nicht voranbringen, wenn man nicht gleichzeitig darüber diskutiert, wie die Veränderungsprozesse gestaltet werden können. Nur dann wird es möglich sein, den politischen Rückhalt für einen offenen Handel zu sichern.